auch wenn sie 70 Tonnen, sie ist dem ausgeworfen. Und wie gesagt, A1, Steuerdrücke wegtrimmen, dass du nicht ziehen musst wie ein Ochs. Und A2, dieses leichte Ausbalancieren auf der Höhe, wie so ein Seiltänzer mit seiner Stange auf dem Seil. Das werde ich für euch übernehmen. Es ist super schwierig, super gewöhnungsbedürftig. Ja. Nehmt im Simulator ruhig den Autotrim. Ich glaube, das ist möglich im Simulator. Ja. Ja. Okay. Aber es ist eine feine Geschichte und Boeing fliegen heißt Trim. Gut. Die Landung, kann ich da das auch mit dem Flaps machen und so? Das musst du nicht, weil wir fliegen im Team. Du bist Pilot Flying, ich bin Pilot Monitoring. Normalerweise würdest du mir sagen, wenn du eine Klappe haben willst, ich setze die dann für dich und du kontrollierst nur nach. Warum ist das so? Damit du die Hände frei hast. Du sollst dich aufs Starten, Landen und Fliegen konzentrieren. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu dem Ding hier in der Mitte. Jetzt machen wir ein bisschen Musik an. Sehr schön. Klappe 5. Hier sind die Flaps, hier ist der Flaps-Wahlhebel, der Klappenwahlhebel und hier ist die Flaps-Indicator, die Klappenanzeige. Wir brauchen die Klappe 5, haben wir uns vorhin ausgerechnet. Wenn die Klappe 5 ausläuft und arretiert, kriegen wir ein grünes Licht. Ja, wartet mal, ich will mal nur diesen Mist da wegmachen. Papa. Oh, wir haben wieder eine Schleife von mir. Papa. Was denn? Das habe ich auch die Meldung erreicht, dieses Aerosol. Ja. Gut, okay. So. Wisst ihr, was die Klappen machen? Naja, die bauen unten, damit der Flügel rund ist, damit mehr Luftschub runterkommt. Dass der Flieger auch wirklich abhebt und genug Luft unterm Flügel hat. Fast, fast. Du hast einerseits recht, diese Klappen, die wir hinten ausfallen im Landeanflug, haben mit Bremsen nichts zu tun. Klar, wir haben höheren Widerstand, weil sie sich ja ein bisschen runterbiegen, aber in erster Linie geht es um die Vergrößerung der Fläche, um die Oberflächenvergrößerung. Das war auch der Fehler bei Spanair, als die Maschine abgestürzt ist, weil die Landeklappen nicht auf. Nee, nicht wirklich, sondern die haben Probleme gehabt, die haben die Klappen nicht ausgefahren und haben dummerweise vom System hier einen Fehler drin gehabt. Normalerweise, pass mal auf, ich zeige euch das mal. Ich krieg sofort eine Ahnung. Jetzt weiß ich, oh, irgendwas stimmt nicht. Aha, Parkbremse ist an. Oder Klappen sind nicht ausgefahren. Okay, ja. Und dieses Wahn haben die nicht gehabt. Das war kaputt und haben nicht gemerkt. Ah. Und da musst du dir vorstellen, die Maschine ist aufgrund der Geschwindigkeit kurz mal hoch und dann bricht die Strömung zusammen. Und das ist, was passiert dann. Mach mal bei Landung und Start dann von mir Film. Na klar. Ja, Film. Jetzt eine kleine Klappe, um einfach leichter wegzukommen. Nachher, so wie wir zulegen, fahren 30. wir sie wieder ein. Und jetzt für euch also. Zu Hause. Ab 200 Knoten keine Klappe 0. Okay. Wenn ihr auf 190 reduziert, könnt ihr Klappe 1 setzen. 180 Klappe 2, 170 Klappe 5, 160 Klappe 10, 150 Eselsbrücke 15, 140 und 25 und hier die Landegeschwindigkeit zwischen 130 und 135 Knoten. Und so könnt ihr euch, ihr könnt immer in 10er Schritten runtergehen. Und immer wenn ihr die Klappe gesetzt habt, wird die Geschwindigkeit reduziert. Habt ihr die Geschwindigkeit erreicht, eine Klappe weiter, runter. Eine Klappe weiter, runter. Und so könnt ihr immer ein 10er, das ist eine ganz einfache Merkhilfe. Ne? Ich mache immer zu viel, ja. Und 30, wir fahren nur bis 30, 40 ist nur für Notfall. Ja. Das ermöglicht uns nachher mit 130 Knoten auch wieder zu laden. Okay. Hier in der Mitte drin die Schubhebel. Einser Triebwerk, Zweier Triebwerk. Ich kann jedes Triebwerk einzeln ansprechen. Ihr als Passagiere würdet überhaupt gar nicht merken, wenn mir ein Triebwerk ausfällt, wenn es nicht gerade brennt und raucht und ihr seht es durchs Fenster. Ihr fliegt hervorragend mit einem Triebwerk. Wenn ihr das mal zu Hause, Alex, simulieren wollt, dann darfst du nur bis Klappe 15 im Landen gehen und nur bis minimal 150 Knoten, dann kriegst du es sauber runter. Und dann kurz vor der Landung einmal mit in die Pedale rein, glatt ziehen, draufsetzen. Ich weiß nicht, wie man im Flugsimulator in die Pedale tritt, weil ich immer so mache. Das kann ich dir nicht sagen. Okay, Schubumkehr. Ja. Hier ziehen wir und öffnen die Triebwerke und kehren den Schub um und nutzen ihn zum Landen. Werden wir heute gar nicht benutzen, weil man benutzt ihn kaum noch. Viele Flughäfen, wie zum Beispiel Tegel, Tempelhof, Schönefeld, da ist es nachts zum Beispiel verboten, Lärmschutz. Ja, und wenn du sie ziehst, um jeden Flughafen rum sind Lärmschutzposten, ja, da wird dort automatisch die Geräuschkulisse mit dir und die wissen genau, wann welche Klappe gezogen hat. Und dann kommen sie zu dir und sagen, wir haben gestern Abend bei der Landung mit dem Air Berlin-Flug aus Frankfurt einen Notfall gehabt, sie haben die Reverser gezogen. Und dann musst du das nachweisen. Kannst du das nicht, wird es teuer. Ja, okay, Schubumkehr. Das geht nur, wenn du mit den Triebwerken im Leerlauf bist, hast du ein bisschen Druck drauf, blockt. Hast du gezogen, kannst du nicht mehr Schub geben. War früher auch anders, bis 90er Jahre, Lauda Air in Asien, Thailand, mal bei 600 Stundenkilometer gezogen. Okay, die Speed Brake, die können wir im Fliegen benutzen als Air Brake. Im Landen wird sie scharf gemacht, armed. Das heißt, sie ist jetzt über einen Sensor mit dem Fahrwerk verbunden. In dem Augenblick, wo wir Druck aufs Fahrwerk kriegen, gibt der Sensor ein Signal und oben springen die Störklappen auf und bremsen durch ihren Windwiderstand. Einspritzunterbrechung für beide Triebwerke.
Parkbremse wie im Auto. Feuerlöschsystem für alle drei Triebwerke. Kommunikationsleiste brauchen wir heute gar nicht. Feuerlöschsystem, das ist denn, dass da Wasser eingespritzt wird? Ja, um Gottes Willen. Nein, nein, das sind ganz normale Feuerlöschpatronen drin. So. Wie im Feuerlöscher. Schaum, beziehungsweise Pulver. Und das war das Autobrake-System, was Sie eben erklärt haben, ja, mit denen, dass diese Störklappen dann automatisch rauskommen? Nee, hat mit dem Autobrake gar nichts zu tun. Die Autobrake ist hier, die wird während des Startens auf RTO, Reject Takeoff, geschaltet. Das heißt, ziehe ich im Start die Schubhebel zurück, löst dieses System aus und bremst ungefähr mit 3000 PSI Druck auf die Fahrwerke. Und das ist auch nicht revidierbar. Man kann nicht sagen, oh, ich habe vergessen bei 80 okay zu sagen. Wenn abgebrochen ist, ist es abgebrochen. Ja. Sobald wir eingefahren haben, geht es natürlich off. Ja, nach dem Abheben fahren wir natürlich sofort ein und im Landen stellen wir, ihr seht hier 1, 2, 3 Maximum. So wie heute, das ist nicht die Stärke der Bremsen, die ich da einstelle, sondern ich stelle die Verzögerung ein. Ja. Und das ist ein intelligentes System. Ja? Das heißt, man bremst heute gar nicht mehr selber mit den Füßen, weil die Gefahr, dass der junge Pilot ein bisschen zu hart reintritt und das überhitzt, ja, die Bremsen, ist sehr hoch. Mhm. Und da muss die Maschine anderthalb Stunden auf dem Vorfeld stehen, damit die wieder abkühlen. Da muss ein Techniker kommen und eine Nachschau halten. Finden die hinten nicht lustig, den Anschluss wieder kriegen. Ja. Ja? Und wir nehmen die zwei heute, weil wir sind nicht besonders schwer, die Bahn ist trocken, sie ist lang. Dieses System ist sehr intelligent. Es merkt, auch wenn ich die Schubumkehr nicht benutze. Aha. Dann verzögert es etwas stärker, genauso wie es merkt, dass ich die Schubumkehr benutze und etwas weniger verzögert. Ja, also immer damit fliegen. Ja, okay, gut. Aber hierhin zurück. Das ist der Schubhebel. Das ist der Schubhebel, da waren wir durch. Kommunikationsleiste, unsere Navigationsleiste, unser Transponder. Auch wir senden Signal aus, dass andere uns auf dem Schirm haben und der Lotse uns sieht. Hier unsere NDBs und ADFs hinten drinnen, aber ihr seht bei uns beiden unterschiedliche Frequenzen. Bei dir Funkfeuer Schönefeld, bei mir Funkfeuer Klaasdorf. Ja, könnte ich dir auch anmachen, das zweite Funkfeuer, SDD, Sierra Delta Delta, aber das würde dich verwirren, dann hast du zwei grüne Pfeile. Okay. Im Standby, die ILS-Frequenz für die 110-70. Was ermöglicht uns hier zu landen, wenn wir die Bahn nicht sehen? ILS. Wenn wir das aktivieren, können wir ein Signal empfangen, was die Bahn uns im Anflug entgegenstrahlt, den ILS. Und dann werde ich euch diesen Modus anmachen, das ist der Approach-Mode. Und wir können dieses Signal darstellen in Form dieses Balkens und dieser Raute. Dieser Balken heißt Localizer und sagt uns, wie ist unsere horizontale Lage zur Bahn. Ihr seht, er ist jetzt relativ sauber in der Mitte drin, da unten sind wir, er ist genau auf uns drauf und er sagt, klasse Jungs, ihr seid schön hoch in Mitte. Ja? Er darf sich bewegen zwischen diesen beiden Dots. Das ist ähnlich, als wenn man auf der Straße mit dem Auto fährt, auf der Landstraße. Das ist die rechte Fahrbahnrand, da fährt man nicht drüber weg, da kommt im Regelfall bald ein Baum. Das ist die Mittellinie zum Gegenverkehr, da fährt man auch nicht rüber, da kommt eben innen entgegen. Solange man wie auf der Straße oder auf dem Fahrradweg zwischen den beiden Linien bleibt, alles okay. Jetzt kommt aber zur Horizontalen, ja, noch die Vertikale dazu. Das ist der Glide Slope, die Raute, die darf hoch und runter laufen, darf sich zwischen diesen beiden Dots bewegen und sollte am besten hier in der Mitte drin sein. Habe ich im Anflug beide Signale immer in der Mitte, sind wir mittig ausgerichtet mit einem Sinkpfad von 700 Fuß sauber zur Bahn und landen immer auf der Schwelle. Immer. Ja. Dann müssen Sie doch aber darauf achten, dass ich auch wirklich darauf gucke und ich merke schon, wenn du nicht drauf guckst, nämlich wenn du der Localizer. Er muss sich darauf verlassen, dass du drauf guckst. Richtig. Nee, ich guck schon mit. Ja, kennt das auch im Vier-Augen-Prinzip. Aber was machen diese beiden? Die haben eine kommandierende Funktion. Das heißt, es ist ihnen Folge zu leisten. Sie zeigen euch, wenn ihr einen Fehler macht und wie ihr ihn revidieren könnt. Das heißt, läuft der Localizer von links aus der Mitte nach links aus der Mitte raus, fliegt ihr nach links hinterher. Läuft er von der Mitte nach rechts raus, folgt ihr nach rechts. Jetzt ganz wichtig, Alex, es ist nicht wirklich wichtig, dass du ihn immer sauber in die Mitte drin hast, sondern viel wichtiger ist, wenn du merkst, er hat eine Tendenz nach links oder rechts zu laufen, dass wir erstmal die Tendenz stoppen. Und dann holen wir uns lieber mit zwei, drei kleinen Bewegungen, holen wir uns wieder zurück. Nichts ist schlimmer, als wenn er nach links läuft, du fliegst wieder im Ochs hinterher, nee, du hast die Bewegung, diese Rollen drin und die kotzen sich hinten tot. Ja.